Nichts. Gar nichts weiß ich. Auch von meiner Kasse weißt du nichts? Die verschwunden war, als du es vorzogst, mich als elendes Wrack in New York liegen zu lassen? Nichts. Auch von dem Brief nichts? Mit dem du mich in der Prärie den Jägern des Sam Fire Guns überliefern wolltest? Nichts. So. Leider für dich bin ich in der glücklichen Lage, mit vollständigen Beweisen vor dir zu stehen. Aber zunächst wollen wir dem Augenblick Rechnung tragen. Du hast den Lorrible entführt. Sie schwieg. Und dir dazu Leute angeworben? Sie schwieg auch jetzt. Denen du versprachst, dass der schwarze Kapitän die Führung übernehmen würde. Sie rang sichtlich noch unter dem Schreck, den ihr sein Erscheinen verursacht hatte. Um dir Gelegenheit zu geben, dein Wort zu halten, bin ich schon vor euch an das Schiff geschwommen und habe mich versteckt, bis ich es an der Zeit fand, mich dir vorzustellen. Du bist wahrhaftig ein ganz und gar verteufeltes Frauenzimmer, Clairon. Wenn auch der rote Agent ein wenig hässlicher aussah als die schöne Frau de Voulettre. Weil du deine Sache so gut gemacht hast, werde ich dir, allerdings nur für einstweilen und bis wir abgerechnet haben, deine frühere Stellung als Segelmeister wieder einräumen. Tu also immerhin den Bart ab. Er ist dir lästig. Und den Schwarzen kannst du ja doch nicht imitieren.